Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ja, in den letzten beiden Videos gab es ja interessante Einblicke zum ehemaligen Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium. Eine Location, die für uns doch sehr, sehr, sehr viele Details und interessante Sachen bereithielt und wir unerwarteterweise doch ganz schön an unsere Grenzen kamen, hier wirklich alles videografisch und auch fotografisch festzuhalten. Wer dieses Video verpasst haben sollte, dem blende ich das Ganze natürlich jetzt hier oben rechts ein. Und weil wir gerade beim Thema Schulen waren, dachte ich mir, ach komm, ich lege direkt noch einen oben drauf und zeige euch heute direkt mal noch eine Schule. Eine kleine Sache habe ich noch vorab. Wenn ihr Lust habt auf Verlassenorte hier im ostdeutschen Raum, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Hier findet ihr jede Woche Mittwoch ein neues Video. Wenn ihr also Lust habt auf Verlassenorte, auf die Geschichte und deren Verbleib, dann gebt uns einen Daumen, abonniert unseren Kanal, ihr unterstützt uns damit. Vielen Dank und jetzt geht's weiter zum Video. Thank you.
Über die meisten Schulen findet man ja immer irgendwas hier im Netz, aber diesmal gestaltete sich das Ganze etwas schwierig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Allerdings listet das Land Sachsen-Anhalt diese Location auch noch nach 15 Jahren Leerstand immer noch als Objekt mit Schulbetrieb. Das ist recht merkwürdig. Hier standen dann auch diverse Telefonnummern drin und Informationen zur Kinderganztagesbetreuung, in der die Kinder hier von der 1. bis zum Vollenden der 7. Klasse teilnehmen konnten. Ja, und ihr habt richtig gehört, 1. bis 7. Klasse, und somit befinden wir uns hier so gesehen in einer Gesamtschule, wobei hier zwischendurch auch die Rede von einer Sekundarschule war. Gesamtschulen beinhalten ja die Schulbildung von der 1. bis zur 9., also der Hauptschule, bis zur 10., was der Realschulabschluss ist, und teilweise sogar bis zur 12., also inklusive dem Abitur. Wir gehen allerdings hier davon aus, dass man nur bis zur 10. Klasse unterrichtet hat. Das System der Sekundarschule unterscheidet sich übrigens von Ort zu Ort und ist nicht wirklich definiert. Es gibt also kein Schema, wo man sagt, okay, hier in Sachsen-Anhalt ist so, in Baden-Württemberg ist so oder deutschlandweit ist es so. Es ist überall ein bisschen unterschiedlich, also man blickt da nicht wirklich durch. Wir haben auf jeden Fall Aufkleber an Tafeln und Bänken gefunden, wo man hier von der 3. Sekundarschule spricht. Wenn das genauer interessieren sollte, der darf dazu gerne Wikipedia aufsuchen und ich stelle euch da gerne unten in die Infobox einen Link rein. Wann das Gebäude hier genau entstand, ist nicht ganz klar, also ich habe kein Baujahr herausfinden können, aber aufgrund der Plattenbauweise gehen wir mal von den frühen bis Mitte der 70er Jahre aus. Auch hier als repräsentatives öffentliches Gebäude musste natürlich zu DDR-Zeiten ganz klar noch ein russischer Name her. Wer das bestimmt, ist auch eine gute Frage, aber vielleicht wisst ihr das ja, wer den Schulen hier diesen russischen Namen immer aufgetragen hat. Die Wahl fiel auf jeden Fall für diese Schule auf den zu diesem Zeitpunkt etwa 40 Jahre toten Alexei Maximowitsch Peschkow. Geboren war er 1868 in Russland. Er wuchs in sehr ärmlichen Verhältnissen auf, verlor erst Vater, dann die Mutter und wurde über die Jahre ein mehr oder weniger erfolgreicher, aber vor allem sehr kritischer Schriftsteller in einer für Russland doch sehr revolutionären Epoche. Bis zur politischen Wende wurde also unter seinem Namen dann hier in dieser Plattenbauschule unterrichtet. Auf dem Gelände gab es neben dem Schulgebäude auch noch eine Turnhalle, einen Sportplatz und auch eine städtische Bibliothek. Ab den 90er Jahren wurde die Schule dann zur Sekundarschule umstrukturiert und dann bekam sie auch einen anderen Namen. Allerdings will ich den jetzt hier nicht so sagen, dann weiß jeder, wo sich das Ganze hier befindet. Auf alle Fälle trug sie dann den Beinamen eines ehemaligen Regierungschefs hier aus Deutschland. Vermutlich trug auch hier der demografische Wandel zur Schließung in den 2000ern bei. Seit Beginn der 90er Jahre ging die Einwohnerzahl hier in dieser Stadt stark zurück. Schon vor der Wiedervereinigung sank die Zahl bereits. Insgesamt ging die Einwohnerzahl hier von 108.000 bis 2005 um etwa 30.000 zurück und stagnierte dann etwa so bei knapp unter 80.000, so irgendwas so um die 77.000, 78.000 Einwohner. Am 31. Juni 2006 wurde dann diese Schule hier geschlossen. In diesen nun mittlerweile 16 Jahren hat sich auch nicht viel getan, wie ihr sehen könnt. Es war viel zerstört, viel Vandalismus. Allerdings haben wir zum Glück noch kein Feuer vorgefunden. Aber wann das passiert, das ist bloß eine Frage der Zeit. Wir kennen ja das ganze Schema. Das Einzige, was sich hier positiv entwickelt, ist die Einwohnerzahl, denn die hat sich mittlerweile wieder gefangen und
zeigt auch einen leichten positiven Trend. Mehr kann ich euch leider über diese Schule nicht berichten. Es war nicht allzu viel drinnen zu sehen. Vieles war leer. Ein bisschen Unrat im Keller war das eine oder andere noch zu sehen. Ansonsten muss ich leider sagen, war es das schon für dieses Video. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, macht's gut, bis bald und ciao.